Mein Name ist Remo Vogel, CVP Wetzikon. Ich will wieder in den Stadtrat gewählt werden, weil ich meine Tätigkeit, die ich in den letzten 5 Jahren durfte, ausführen im sozialen Alter, Gesundheitswesen, Asyl, Integration, Themen weiterarbeiten möchte, wo wir Aufbauarbeit gemacht haben, zum Wohle von Wetzikon. Danke vielmals für Ihre Stimme. Auch für die CVP im Parlament ist wichtig. Also ich bin der Toni Zweifel, Parlament Wetzikon. Ich stehe ganz klar für die CVP ein. Es ist eine Partei von der Mitte. Das widerspiegelt sich sehr stark in den Listen. Wenn man die vergleicht, die 12 Parteien, dann haben wir in Bezug auf Frauen, haben wir 10 Frauen. Sind wir mal ehrlich, der grösste Teil der Politiker sind überaltert und nicht schauen, dass auch die Jungen eine Stimme haben. Ein weiteres Merkmal in der Mitte ist, dass wir junge Kandidaten nicht an den Schluss anstellen, aber auch ins Vorderste, aber an aussichtsreicher dritter Stelle. Ich bin Markus Bürgin. Ich bin seit 4 Jahren in der Schulpflege, in der Primarschulpflege in Wetzikon. Ich wünsche der Schule Wetzikon eine gute Zukunft. Es gibt noch viel Arbeit. Ich bin heute aus dem Grütta hergekommen, um CVP Wetzikon zu unterstützen, weil ich CVP Wetzikon als Partei wahrnehme, die aufeinander schaut, auf die Sachpolitik Wert legt und in diesem Sinn ein sicherer Wert ist. Ja, natürlich, um hier Präsenz zu zeigen, dass die CVP auch im Kanton Zürich gibt und sehr stark ist und auch in Wetzikon in den letzten Jahren wieder gewachsen ist und hoffentlich auch im Parlament kann sogar noch einen Sitz dazugewinnen. Auch kulturell hat es einiges zu bieten. Also die einzigen Kino, die wir noch haben, sind in Wetzikon. Also ist wirklich so ein bisschen die Hauptstadt von unserem Bezirk. Jedes Mal, wenn ich eingeladen werde, komme ich sehr gerne wieder auf Wetzikon. Dann habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit und auch irgendwo zu Nacht essen. Ja, also das Verkehrsproblem muss man sicher irgendwann lösen. Es ist halt wirklich einfach viel Stau, viel Verkehr. Und wenn man hier wohnt, ist das sicher ein Problem, das man jetzt mal endlich anpacken muss. Statt Wetzikon wünschen, dass er weiterhin so gut geht wie jetzt und dass möglichst viele Wetzikerinnen und Wetziker die CVP wählen.